Und jetzt hat sich ganz, 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 ganz zufällig etwas ergeben. Wirklich vor 5 Tagen. Leute, wir haben heute den 1. oder 2. Dezember. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit mir hier auf meinem Kanal. Heute wird es ein Vlog. Ich habe nämlich ganz viel zu erzählen. Unter anderem natürlich die biggest News momentan für uns. Wir ziehen tatsächlich um. Ich weiß gar nicht, ob ich hier mit euch darüber geredet habe, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe eher auf Instagram das alles dokumentiert, kommentiert. Und jetzt will ich natürlich auch euch teilhaben lassen an der ganzen Sache. Wer mein Video vor 2, 3 Wochen gesehen hat, weiß ja, und auch schon vorher, dass wir umziehen wollten. Wir suchen ja eigentlich ein Haus hier in München, was aber richtig schwierig ist. Jetzt haben wir auch mal so ein bisschen nach Mietwohnungen geschaut. Das war auch irgendwie schwierig und irgendwie nichts Richtiges. Und jetzt hat sich ganz, 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 ganz zufällig etwas ergeben. Wirklich vor 5 Tagen, Leute. Wir haben heute den 1. oder 2. Dezember. Es hat sich was ergeben letzte Woche. Und zwar eine Nachbarin von uns zieht aus. Und die hat so ein kleines Stadthäuschen, sage ich mal, benenne ich es mal. Die hat gesagt, wollt ihr euch das angucken? Dann haben wir uns das angeschaut. Wir haben uns das angeschaut und wir haben uns wirklich total verliebt. Es hat wirklich alles, was wir uns vorstellen. Es ist natürlich auch viel teurer oder schon relativ teurer als unsere Wohnung jetzt. Aber man muss sagen, für den Preis, was es mehr kostet, haben wir aber auch wirklich mega viel. Wir haben eine Badewanne. Wir wünschen uns seit Jahren eine Badewanne, was auch echt angenehmer ist für die Kinder, ja, zum Baden. Dann haben wir uns 2 Kinderzimmer gewünscht. Wir haben 2 Kinderzimmer. Ich habe mir einen Garagenstellplatz gewünscht und zwar kein Duplex-Stellplatz. Und es ist ein ganz normaler Parkplatz. Es hat eine Terrasse, einen großen Garten oder relativ groß für Stadt, ne? Und es hat einfach wirklich alles, was wir uns wünschen. Und ein großes Wohnzimmer und die Küche ist im Wohnzimmer. Und naja, auf jeden Fall haben wir echt lange überlegt, sollen wir nicht. Und dann war es so, dass wir uns tatsächlich nach 2, 3 Nächten dazu entschlossen haben, es zu mieten. Wir haben gesagt, wir wollen es. Und dann war es aber so, dass sie noch einen 2. Bewerber hatten. Und dann ging das alles an diesen Besitzer. Und dann war es halt richtig krass, weil erst hieß es, wir haben die Wohnung nicht. Das war echt katastrophal für mich und ich war mega traurig, weil man hatte sich schon so in diesem Häuschen gesehen und ich habe mich schon so zu Hause gefühlt und ich war da ungefähr 3 Mal letzte Woche und man hat sich so heimisch gefühlt und ich wusste, dass es diese Konkurrenten gibt, aber ich habe mir gedacht, okay, wie krass muss das sein, wenn du zu zweit auf dem scheiß Ding bist und du kriegst es nicht und ich habe es echt nicht erwartet und dann, ja. Egal, was auch immer für Gründe. Es war so eine einmalige Gelegenheit, sich ums Eck zu vergrößern. Aber du musst keine Kita wechseln. Und dann heißt es Bäm-Bäm. Und das war echt, echt heftig. Ich war wirklich den ganzen Tag voll traurig. Und dann habe ich mir den ganzen Tag positive Gedanken gemacht und dachte mir, okay, egal, wir wollen ja eigentlich kaufen. Und das geht schon noch ein bisschen in der Wohnung. Und mein Gott, dann haben halt die Kinder nicht jeder ein Einzelzimmer. Und passt doch alles. Und abends kam dann tatsächlich die Nachricht, dass wir potenzielle Nachmieter werden können, weil das andere Pärchen abgesagt hat. Obwohl die so viel Druck gemacht haben. Deswegen haben wir uns dann umso mehr gefreut. Und dann haben wir es jetzt irgendwie doch. Und das heißt, wir ziehen um. Und zwar bald in 3 Wochen. Und ich freue mich so. Auf jeden Fall halte ich euch auf den Laufenden. Deswegen folgt mir auch gerne auf Instagram. Denn da habt ihr wirklich immer alle News, was so passiert in meinem alltäglichen Leben. Deswegen folgt mir da gerne. Ich nehme euch da wirklich sehr gerne mit durch meinen Alltag. Heute mache ich Homeoffice. Und jetzt habe ich Hunger. Es ist nämlich 12 und ich überlege, was ich essen soll. Und ich habe wirklich nichts zu Hause und bis ich einkaufen gehe und so, das dauert alles zu lange. Deswegen habe ich mal ins Gefrierfach geschaut und da habe ich gefunden eine Pizza, also quasi eine Tiefkühlpizza. Sowas esse ich ja mega selten, aber das wird es wohl heute Mittag sein. Und zwar ist das eine Quattro Formaggi
Außerdem müsst ihr unbedingt dranbleiben, denn in diesem Video zeige ich euch endlich auch Arthurs neues Hausbett. Das haben wir vor 2-3 Wochen bestellt und aufgebaut und ich bin noch nicht dazu gekommen, es euch zu zeigen. Aber jetzt erstmal Hunger. Die Schwangere hat Hunger. Übrigens bin ich in der 32. Woche heute. Ja, und wir haben Hunger. Also, bis später. So, es ist jetzt gleich 4 Uhr und ich bin unterwegs und hole Arthur ab von der Kita. Und ich habe überlegt, rauszugehen, aber viel zu kalt. Ja, ich habe meinen Schafsmantel, den unechten natürlich, rausgeholt. Der ist schön warm. Da sehe ich natürlich aus, als würde ich 5 Kinder bekommen. Egal. Und ja, jetzt hole ich ihn ab. Und dann werden wir auch, glaube ich, gleich nach Hause gehen. Brrr, kalt. Und was essen. Arthur hat nämlich irgendwie immer total Hunger, wenn wir nach Hause kommen von der Kita. Und dann kriegt er mal was Leckeres. Und was, das zeige ich euch gleich. Arthur wollte laufen. Jetzt gucken wir mal, wie lange er mitmacht. Okay, Arthur? Ja, Mama. Denn? Wow, ein Weihnachtsbaum. Ja. Handschuhe brauchst du, Arthur, gell? Rein. Nee, 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 wir gehen nicht rein. Hast du Hunger? Ja. Magst du das haben? Ja. Hunger, Kind hat Hunger. So, wir sind jetzt wieder zu Hause und zwar hat Arthur mega Hunger immer nach der Kita. Und ich wollte euch ja zeigen, was ich ihm gebe. Und zwar habe ich eine Kooperation mit Yammo. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil Arthur hat auch was davon. Und zwar ist das ein kleines Startup-Unternehmen aus der Schweiz. Und die machen Babynahrung, Bio natürlich. Und es gibt Quetschis und auch kleine, ja, in so kleinen Töpfen auch. Und Arthur ist mega der Fan davon. Arthur, hast du Hunger? Ja. Ja. Da ist da. Da ist da. Was denn? Machst du Apfel-Dinkel? Ja. Also diese, diese Quetschis und diese Beikoste gibt es quasi für Kinder für 4 Monate plus. Für 4 Monate plus. Für 6 Monate das plus. Da. Das da? Arthur, jetzt habe ich aber das schon aufgemacht. Und Arthur ist nun ja schon 2, ne? Das wissen wir ja alle. Aber das macht nichts, weil er liebt es und ich auch. Hm. Hier. Arthur? Nee, warte. Und ich bin halt so froh, weil es Bio ist. Schmeckt das gut? Ja. Übrigens habe ich auch einen ganz tollen Rabattcode von Yammo für euch. Und zwar einfach Melody25. Damit bekommt ihr 25% auf eure Bestellung bei Yammo. Und es lohnt sich wirklich. Probiert es unbedingt aus. Auch jetzt über die Weihnachtstage, wenn man vielleicht mal nicht Lust hat, so rauszugehen und einkaufen zu gehen, dann bestellt euch das doch einfach nach Hause. Und was ganz cool ist, es gibt so viele Geschmacksrichtungen, da könnt ihr euch einfach alles irgendwie kreuz und quer zusammen bestellen. Und übrigens ist wirklich für jedes Alter was dabei. Das ist immer ganz wichtig. Fertig. Fertig? Ne, Arthur, jetzt nicht mehr. Das. Wir haben aber jetzt schon genug gegessen, oder? Übrigens hat Yammo auch nicht nur die normalen Quetschis, sondern sie haben auch das, was sie Yammo-Gurt nennen. Und zwar Joghurt-Alternative auf Haferbasis. Und das ist jetzt die Geschmacksrichtung Apfel-Vanille. Ich finde, diese Richtungen sind auch super interessant und auch richtig gut. Ja, klickt euch mal durch. Ich finde die Seite ganz, ganz süß. Ich finde, man sollte Startups-Unternehmen auf jeden Fall unterstützen. Und finde die Produkte super, Arthur auch, und das ist im Endeffekt das Wichtigste. Also bestellt gerne mal mit meinem Code einfach Melody25, habt ihr 25? Arthur, du bist zum richtigen YouTuber, weißt du das? Mit einfach Melody25 habt ihr 25% auf eure Bestellung. Also es lohnt sich. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Auch wenn ihr, wie gesagt, so kleinere Kinder habt. Arthur ist ja jetzt eigentlich schon ziemlich groß. Ist das eine super Sache, die sich wirklich lohnt, weil sie haben auch ganz, ganz tolle Geschmacksrichtungen, auch eben auf Gemüsebasis. Also probiert es unbedingt aus. Ich habe jetzt natürlich viele Quetschis und einfach so Nachmittags-Snacks für Arthur, weil er das halt isst. Er isst jetzt weniger eben diese Gemüsebreie, das ist einfach vorbei die Zeit, das mache ich meistens einfach ganz frisch. Aber wie gesagt, Baby ist on board in meinem Bauch, also bald wieder. Kann ich nur empfehlen. Yammo.
Bei uns gibt es heute Abend eine Gemüsesuppe und zwar mit Karotten, Pastinake, Zucchini, ich habe hier noch Kohl übrig und Zwiebel. Das schneide ich alles klein, das wird in Olivenöl angebraten und wenn es gar ist, dann gemixt. Gesagt, dass ich euch das Hausbett von Arthur zeige. Und jetzt ist es soweit. Ihr freut euch ja auch schon mega lange drauf. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Arthur ist jetzt 2 Jahre und 4 Monate und vor 1,5 Monaten haben wir einfach gemerkt, dass er selber gerne ins Bett möchte. Und wir haben so einen Sessel neben seinem Gitterbett und da ist er mal selber drauf gestiegen und dann hat er sich in seinem Bett plumpsen lassen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass wir halt ein Gitterbett hatten, wo man die Stäbe nicht rausnehmen kann. Ein bisschen blöd, ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir brauchen ein Bett, wo er einfach selber rein und raus kann. Ich habe lange gegoogelt und dann habe ich mein Traumbett gefunden. Wir haben auch überlegt, ihm so ein Autobett zu kaufen, aber man weiß nie, wie lange so Autobetten in sind. Und dann habe ich mir gedacht, nee, außerdem fand ich das Hausbett schöner. Und wir haben uns für ein Hausbett entschieden und zwar auf Amazon. Das habe ich dort gekauft. Das hat 250 Euro gekostet mit Lattenrost. Und mein Mann hat es abends aufgebaut. Das heißt, wir haben quasi Arthur in seinem Gitterbett in unser Schlafzimmer getan. Dort hat er dann geschlafen und dann haben mein Mann und ich das Bett aufgebaut. Naja, eher mein Mann. Ich war nur dabei. Und es ist ein bisschen kniffliger als so die Sachen, die man von Ikea kennt, aber es funktioniert auf jeden Fall. Gut, wir mussten zusätzlich noch ein Loch bohren, weil irgendwie war da was komisch. Aber es hat wirklich gut geklappt und es sieht wirklich toll aus. Also für 250 Euro, finde ich, lohnt es sich wirklich. Wie gesagt, Bett mit Lattenrost. Und wir haben dazu noch eine Matratze gekauft, die hat 180 gekostet, glaube ich. Also relativ teuer, aber es soll ja auch für 2 Kinder dann sein. Ich möchte euch nicht auf die Folter spannen und jetzt zeige ich es euch. Ist das nicht süß? Immer wenn ich es mir anschaue, verliebe ich mich aufs Neue. Also es gibt auch unterschiedliche Formen von Hausbetten. Ich habe eins genommen, wo das Dach so ist. Es gibt auch, wo das Dach so ist. Also es gibt unterschiedliche Hausbetten, wenn ihr das mal googelt. Wir haben jetzt auch noch ein kleines Gitterschutz, also so ein Bettschutz quasi, weil, ja, fanden wir jetzt eigentlich noch passend und ich finde, es sieht ganz gut aus. Dann habe ich hier eine Bettdecke von Ikea gekauft. Mit Autos natürlich, seine ganzen Kuscheltiere und ja, Kissen. Und dann habe ich hier noch 2 Lichterketten gekauft und zwar mit Automotiven. So, hier ist ein Auto, hier auch. Das habe ich dann einfach so drum gewickelt um das Bett. Ist jetzt irgendwie unscharf. Und hier kann man das dann anmachen, das ist so batteriebetrieben. Auf der anderen Seite habe ich auch so eine Lichterkette und ich zeige euch auch gleich, wie das abends aussieht. Ich zeige euch jetzt nochmal den anderen Bereich. Hier ist immer noch die Wickelkommode und hier haben wir auch ein bisschen umgebaut. Hier haben wir seinen Schrank. Hier haben wir so ein Expedit. Noch eins, so ein 4er. Und dieses Bild habe ich übrigens auch bei Amazon gekauft. Fand ich sehr, sehr schön. Also das Poster, das gibt es auch so mit Unterwasserwelt. Ich verlinke euch Haus und Bild in die Infobox. Also schaut es euch gerne an, falls ihr Interesse habt. Ja, ihr habt es gesehen. Ich finde es total süß. Und ja, ich kann es nur noch mal sagen. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Und jetzt zeige ich euch natürlich auch, wie das Bett aussieht abends. Und ich finde das total schön und Arthur geht super gerne ins Bett und ohne Witz, das ist wirklich nicht gelogen. Arthur steht abends irgendwie auf und sagt,
ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht, Mama. Und wir gehen ins Bett und wir sind diejenigen, die dann sagen, hey, stopp, du musst dich noch anziehen, Pyjama, Hände waschen, Zähne putzen. Und ich glaube tatsächlich, dass es sehr wichtig ist, dass man den Kindern einen schönen Bereich schafft, wo sie gerne sind. Und vielleicht klappt es dann auch besser mit dem Bett gehen, für alle, die jetzt ein paar Probleme haben. Aber ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich weiß es nämlich nicht. Ich habe einfach nur gemerkt, dass er sehr gerne ins Bett geht, seit er dieses Bett hat. Ja, das war es jetzt auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns hier nächste Woche wieder, dann wieder mit einem neuen Video. Und ich glaube, nächste Woche wird sehr interessant für viele von euch, denn ich werde wahrscheinlich nächste Woche ein Video hochladen und zwar mit ganz vielen Geschenkideen für Männer. Und ich finde, das ist nämlich immer so ein total schwieriges Thema jedes Jahr. Geschenke für Männer zu finden. Und ich habe mir jetzt mal das ganze Jahr Ideen aufgeschrieben und habe, glaube ich, mindestens 30 Geschenkideen. Also unbedingt einschalten. Ich wünsche euch jetzt noch eine ganz tolle Woche. Hoffentlich bis nächsten Donnerstag. Folgt mir gerne auf Instagram. Und dann bis bald. Tschüss.